Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Also Leute, heute ist der nächste Tag. Wir sind richtig früh aufgestanden heute. Es ist jetzt 8.30 Uhr, irgendwie sowas. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einkaufen. Wir haben uns einen Strand rausgesucht und zwar den Coral Cove Beach. Und da fahren wir jetzt mit einem Roller hin. Das ist so ein Strand mit so ganz vielen Felsen. Und so, wenn ihr uns auf Insta folgt, dann werden da bestimmt auch Bilder online kommen. Weil das ist ein richtig schöner Strand. Wir hoffen, der ist ein bisschen verlassener und nicht so touristisch. Da können wir jetzt die ganze Zeit in der Sonne liegen. Wenn dann so richtig, richtig heiß ist, dann können wir ein bisschen in den Schatten gehen. Und wenn die Sonne dann wieder ein bisschen so wieder weniger wird, dann können wir wieder richtig in die Sonne. Wir haben Angst, am Anfang einen Sonnenbrand zu kriegen. Deswegen wollen wir das nicht riskieren, wenn wir uns dann komplett schälen und dann wieder die ganze Bräune weggeht. Deswegen wollen wir so langsam aufbauen, um dann, dass wir uns dann nicht schälen. Boah, was machen wir jetzt mit dem Einhorn? Sollen wir es mitnehmen? Oder sollen wir es hier lassen und hier im Pool dann? Ich würde es hier lassen. Gell? Okay. Zu viel Stress. Was geht denn ab? Wir gehen morgen. Was wir morgen machen. Oh mein Gott, wisst ihr, was wir gestern Abend gebucht haben? Wir gehen morgen einfach mit Elefanten. Also erstmal gehen wir an den Strand. Dann kommen wir hierher. Dann werden wir abgeholt, wenn alles klappt. Ich muss gleich mal die Bestätigung anschauen. Jetzt ist so einem Elefantencamp gefahren. Kochen den Elefanten dann Essen. Füttern die Elefanten, baden die Elefanten selber. Dann ist da noch so ein Kochkurs dabei, da lernen wir so thailändisch kochen und kochen für uns selber so ein Buffet. Dann haben wir da so ein Dinner und laufen mit den Elefanten rum und so, und den Elefanten geht es da wirklich gut. Wir zahlen lieber ein bisschen mehr und wissen, dass es für einen guten Zweck ist und dass es den Elefanten da gut geht. Und es ist richtig, oh, die Bilder waren so süß, gell? Ja. Das wird so toll. Das wird so cool. Also einfach Elefanten. Und wir baden die Elefanten nicht nur, sondern wir baden mit den Elefanten. Das ist auch noch krass. Da seid ihr auf jeden Fall morgen auch mit am Stissel. Und der Vlog wird krank. Ja. Die Bilder werden heftig. Ja. Let's go. Oh. Guck mal. Scheiße. Oh nein, was sieht's über das? So ein Dingshörnchen. Nackenhörnchen. War gerade so ein Streifenhörnchen. Wir fahren so, wir sehen mit den Dingern aus wie so ein bisschen wie so Aliens oder so, gell? Ich hab das gerade nicht gesehen. Nein, wir. Achso. Wir sehen mit den Helmen schon speziell aus, kann man sagen. Dieser Helm schmeichelt nicht meine Kopfform. Wir sind jetzt da. Das ist der Strand. Schon so ein bisschen verlassen. Hier sind nichts, also bis jetzt gar nicht so. Okay, guck mal da. Boah, Leute, mit den Steinen. Geil. Leute, hier ist der Sand gar nicht so fein, aber das ist gar nicht so schlimm, weil, ey, diese Steine sind der Hammer, Alter. Das ist so ein geiler Spot, da werden wir so kranke Bilder machen können. Und was wollen die den scheiß Helm weg? Vor allem, hier ist fast nichts los. Hier können wir auch mal zusammen ins Wasser gehen, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendjemand unsere Sachen klaut. Also, wenn ich mal so einfach wäre, in Italien oder so, da wären 1 Million Menschen. Und hier sind 3. Hier sind 3 Menschen, Leute. Original 3. Boah, guck mal. Wir könnten sogar noch da hinten gehen. Sollen wir mal gucken? Leute, wir laufen mal ein bisschen weiter. Vielleicht können wir da irgendwo hingehen. Ist noch verlassen, ne? Also wir gehen jetzt mal... Alter! Auf Erkundungstour. Alter! Guck mal, hier so ein Plätzchen wäre auch richtig krank. Direkt. Ah! Ich zeig dir mal, wo wir gerade sind. Oh mein Gott. So Leute, wir haben jetzt gerade auf jeden Fall noch ein paar Bilder gemacht. Es ist halt... Hier ist halt übel die geile Kulisse. Wir haben die Sonnencreme vergessen und die Sonne knallt so hart und hier gibt es keinen Schatten. Und oh mein Gott, eine Muschel. Deswegen fahren wir so in einer Stunde nochmal ins Hotelzimmer, holen die Sonnencreme und dann fahren wir noch an eine andere Bucht oder an einen anderen Strand. Silver Beach, jetzt gerade eben waren wir beim Coral Cove Beach. Übel geil mit den Steinen, also es sieht so krass aus. Wir haben auch übelst geile Bilder gemacht. Wir haben dieses Haarbild gemacht. Und wir so Haare ins Wasser und dann so schleudern. Übel gut geworden. Silver Beach, da sollen auch so Steine sein und das soll halt richtig schön sein und mit richtig weißem Sand und so. Vorher gehen wir halt nach Hause und holen die Sonnencreme. Ich kriege jetzt gerade noch mein Wasser. Ich habe Angst, Sonnenbrand zu kriegen, wenn ich ins Wasser gehe. Ich halte es nicht aus, ich kipp gleich um, wenn ich nicht ins Wasser gehe. War vorhin auch schon so. Mir war so schwindelig kurz. Deswegen gehe ich, glaube ich, ins Wasser. Alter, es ist so heiß. Leute, wir fahren jetzt zurück, aber uns ist es so heiß, ich glaube, soll ich wieder Wasser drüber schütten? Ja. Jetzt
ist einfach der heißeste Tag von allen und wir vergessen die Sonnencreme heute. Ausgerechnet heute. Gar nichts. Besser? Ja. Aber immer noch sau warm. Das müssen wir schnell machen. Ja. Boah, das trocknet. Ja. 10 Sekunden. Leute, so verdammt warm hier. Wir haben gerade drei Thailänderinnen getroffen und da war so ein alter Mann und der geht zu denen hin und macht mit denen die Bilder und fasst die so an. So eklig. Dann laufen wir da vorbei, der holt gerade seine Kamera raus, wir sind schnell raus. Der wollte gerade, der ist Richtung zu uns gelaufen, um uns nach Bildern zu fragen. Ey, so er hätte aber ruhig kommen dürfen, Alter. Ich hätte ruhig kommen sollen. Der war locker 70, oder? Ja, Mann. Ich hätte niemals mit den Bildern gemacht. Voll eklig, hätte die angetascht und so in die Knie. Ich hätte das niemals gemacht an ihrer Stelle. Ich auch nicht. Übel komisch, gell? Ja. Auf jeden Fall, die waren voll cool. Wir haben kurz Fotosession mit denen gestartet, Instagram ausgetauscht. Die müssen dann noch mal folgen. Ja. Übel cool, Alter. So, cool. So, Leute, wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer. Wir haben vorhin Bilder gemacht. Ich überspiele die jetzt kurz. Boah. Guck mal, wie nass, Alter. Gerade so Bikini. Sexy. Alter, ich mir gerade meine Nase, meine Backen mit Dings ein, Sonnencreme. Und die ist übel weiß. Meine Mama hat mir so eine Bio-Sonnencreme gekauft. Und die verteilt sich nicht. Mama, guck mal. Oh, scheiße. Vielleicht kann ich es tupfen. Oh mein Gott. Zeig mal. Warte, ich muss versuchen, das einzuklopfen. Die Thailänder finden dich schön. Die Chinesen finden dich doch so schön. Die waren auch so sein. Die Aufhellungscreme. Doch, du bist schon braun. Lass mal kurz testen. Ja, wir gehen so. Oh Gott, Alter, wieso ist mein Ding zurück? Wir gehen jetzt los ins Restaurante und ich treffe dort meine Tante. Okay, wir fahren und jetzt. Ganz viele Bekannte. Oh shit. Also wir fahren jetzt zum Silver Beach und da essen wir was. Leute, ich bin jetzt mit meinem weißen Näsle am Silver Beach. Ey, das passt dir voll. Ich habe mich angepasst. Junge, ich habe in meinem Leben noch nie so einen heftig geilen Strand gesehen. Da ist Wald, da ist Stein, da ist weißer Sand und türkises Wasser. Haltet euch fest, ich zeige es euch. Nachher zeige ich es euch noch besser. Weil wir sitzen gerade hier und wir essen jetzt was. Es ist, hier sieht es auch übel schön aus, gell? Ja, Bro, schau mal. Nachher, wir könnten hier so runterlaufen und so das Foto machen. Es ist einfach so krank zum Bilder machen hier. Da hinten auch, Leute, diese Steine. Leute, diese Steine sind einfach so heftig. Leute, das Essen sieht hier einfach immer so geil aus. Alter, das ist so richtig geil einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade einfach über Menschen gelaufen. Guck, wie der seine Zähne zeigt. Der ist gerade einfach über einen Mensch gelaufen. Die zwicken den, der Arme. Wir waren jetzt den ganzen Tag noch am Strand. Wir wollten eigentlich hier Sonnenuntergangbilder machen, aber die Sonne ist irgendwie hinter den ganzen Bäumen da hinten untergegangen oder so. Da ist die Sonne irgendwie untergegangen und man sieht es nicht beim Himmel. Also ich bin so müde, mir ist sogar gerade ein bisschen kalt. So. Mir ist auch ein bisschen, aber ich glaube, es liegt ja an den Sonnen dran. Echt? Ja, das ist voll oft, wenn ich zu lange die Sonne war, dass ich dann frier. Aber ich glaube, die anderen frieren nicht. Oh, die Hunde. Sind das 2 gegen 1? Ja, deswegen. Hier. Alter, was sollte das denn? Ich würde den gern retten, aber ein Biss und du hast Hepatitis A und B und Krebs und alles. Ja. Ja, okay, aber das ist auch echt nicht nett von dem Mann. So Leute, wir sind jetzt zurück im Hotelzimmer. Rieke ist jetzt noch kurz joggen. Ich gehe in der Zeit duschen, mache mein Video fertig, lasse alles hoch und so. Kacken. Mein Näsel ist ein bisschen rötlich. Immer meine Nase. Obwohl ich die vorhin so fett eingecremt habe, sondern meine Nase ist nicht zu retten. Wir sind jetzt beide frisch geduscht und angezogen. Wir fahren jetzt zu diesem Coco Mars, oder? Ja. Irgendwie so. Leute, haben wir alles. Ich habe gerade versucht, mein Video hochzuladen, aber... Ah, das war ein bisschen kritisch. Also ich habe es heute eigentlich schon hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ich es euch gezeigt habe. Aber dann ist es irgendwie abgebrochen. Ich habe am Strand geguckt, weil ich habe es von hier aus hochladen lassen. Habe dann vom Handy geguckt, ob es hochgeladen war. Und es war hochgeladen.
Jetzt sind wir nach Hause gekommen und jetzt war es nicht hochgeladen. Jetzt lade ich es nochmal hoch. Aber ich hoffe, es klappt. Und jetzt gehen wir los, ne? Wir haben noch nichts gegessen. Wir essen davor noch was irgendwo, oder? Oder sollen wir daraus essen? Glaubst du, da gibt es was? Oder ist es nur so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob es da was gibt. Leute, ich nehme die Kamera, glaube ich, doch nicht mit. Ich nehme, wenn ich was filme, dann nehme ich es mit dem Handy auf. Ups, ich habe mich gerade auf den Laptop gesetzt, weil ich den nicht gesehen habe. Okay, Video lädt hoch. Also wie gesagt, ich lasse die Kamera hier. Ich melde mich dann, wenn wir wieder hier sind oder morgen. Und wenn was Interessantes passiert, dann filme ich mit dem Handy. Ich habe heute Angst, die Kamera zu verlieren. Leute, was soll ich euch sagen? Krank haben gestern. Unnormal krank. Gestern einfach zu krass. Ich habe nicht so viel. Ey, wir wollten eigentlich nur essen gehen. Und guck mal, gestern war Feiertag. Deswegen konnten wir Barber für uns gestrichen. Club war gestrichen, alles. Sind wir essen gegangen. Und dann war es schon nach 24 Uhr. Das heißt, der Feiertag war vorbei. Und alle Clubs hatten so offen, Alter. Und plötzlich sind wir in irgendeiner Bar gelandet am Strand. Plötzlich waren wir in irgendeinem Club. In irgendeiner Straße, ganz weit weg von unserem Zuhause. Es war die krankeste Party, auf der ich war. Also, es war so krank, es ging so hart ab. Wir waren so begeistert. Wenn ihr feiern gehen wollt in Thailand und ihr seid auf Koh Samui, dann geht nach Chaweng. Ich schwöre, so, so geil. Wir waren in diesem Green Mango, gell? Ja. Und davor war ein Club, ey, da kam auch übel geile Musik, gell? Da kam doch diese Musik. Da kam doch dieses You used to call me all my self. Ja. Direkt wo man in die Straße kam, nur geile Musik, Alter. Aber weißt du, was der eine gesagt hat? Hm? So ein paar Clubs weiter gibt es einen Deutschrap Club. Ich weiß dir. Wir müssen auch noch. Herr Scheiße. Wir müssen aber irgendwann. Wann? Also Leute, neuer Tag ist angebrochen. Das bedeutet, ich beende den Vlog an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter, abonniert aber meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, Jonas à la plancha, bleiben wo kacken. See ya, love ya, wirklich hart mit geknuddelt. Lächeln nicht vergessen, denn Lächeln ist gesund. Und davor außer die ekligen. See ya, love ya, bye.